Ist es nicht herrlich, wenn man jetzt morgens wieder die Vögel zwitschern hört? Das macht doch richtig Laune auf einen schönen Frühlingstag. Aber wie muss es erstmal sein, wenn man von rund 700 verschiedenen Vogelarten umgeben ist? Unsere Reporterin Christina Igels-Eder hat genau das erlebt, und zwar einen Tag lang. Das ist nichts für schwache Nerven. Wo sind denn meine Vögelchen? Ups, das ist ja ein angriffslustiger Vogel. Ist dir schon mal was passiert, dass du schon mal verletzt worden bist? Ja, schon öfter. Echt? Also damit muss man einfach rechnen. Wenn man mit Greifvögeln und Geiern arbeitet, dann wird man immer wieder mal in einer Situation ertappt von dem Vogel. Und das tut auch so richtig weh, ne? Ja. Von ihrem Bruder habe ich jetzt erst vor 3 Tagen, kurz vor Saisoneröffnung, einen kleinen Biss in den Hintern bekommen. Ja, super. Ja. Mutig geht's hinein zum größten flugfähigen Vogel Südamerikas. Der Andenkondor ist ein gefährlicher Raubvogel. Wenn du Lust hast, kannst du jetzt mal einen Andenkondor streicheln. Aber bitte Schnabel halten, dann traue ich mich. Die erste Mutprobe für heute bestanden. Respekt vor Vögeln, das ist das Erste, was Lech Bretschek mir heute beibringt. Einen Tag lang nimmt der 32-jährige Tierpfleger mich im Vogelpark Walsrode unter seine Fittiche. Da muss man auch eine Menge wissen und eine Menge Ahnung haben. So ganz einfach kann man hier nicht als Tierpfleger oder Vogelpfleger anfangen. Gehört schon eine gewisse Vorbereitungszeit dazu. Glaube ich. Am besten eine 3-jährige Ausbildung, eine Berufsausbildung als Zootierpfleger. Das wäre so die Grundvoraussetzung und das Optimum. Fast 700 verschiedene Vogelarten aus aller Welt gibt es hier. So viele wie nirgendwo sonst. Vor allem exotische Vögel, die immer nach Fressen schreien. Einmal mitkommen. Ja. Essen wie ein Vögelchen. Wer hat diese Redensart bloß in die Welt gesetzt? Hier geht es zu wie in einer Großküche. In Wahrheit fressen Vögel ganz schön viel. Und keineswegs nur Körner. Lektion Nummer 2. Als Tierpfleger darf man nicht zimperlich sein. Genau. Sondern eher hart im Nehmen. Es kommt nämlich noch dicker. Das ist für unsere Ibisse. Was ist das? Würmer? Das sind Mehlwürmer, genau. Mehlwürmer. Ja, sind sozusagen Leckerlis für die Ibisse. Okay. Wie eine Walnuss. Ah, der lebt ja noch. Der kann man echt essen. Ja, schmeckt wie eine Walnuss. Ich esse den mal. In manchen Ländern... Schön knackig. Überhaupt nicht eklig, ne? Nee. Lecker. Okay. Na gut, dann gucke ich mal, ob ich meine Mehlwürmer loswerde. Dann lasse ich die Raubtiere mal raus. Alles klar, oje. So, Freunde, ich habe euch jemanden mitgebracht. Wer da jetzt wohl kommt? So, bereit? Ja, ich bin bereit. Es geht los. Attacke heißhungriger Ibisse. In freier Natur fischen sie mit ihren sichelartigen Schnäbeln kleine Krabben aus seichten Gewässern. Bei mir haben sie es einfacher. Wie gierig die sind, also wirklich... Die Kinderstube lässt zu wünschen übrig. So. Ja, das war die Raubtierfütterung. Okay. Jetzt müssen wir sie alle nur wieder reinkriegen. Erst raus, dann wieder rein. Lektion Nummer 3. Lass keinen Ibis entkommen. Immer einer dabei, der so ein bisschen vorsichtiger ist. Das ist normal. Komm. Jetzt heißt es pfiffig sein. Und tatsächlich geschafft. Ein Muss die tägliche Gewichtskontrolle, so lassen sich Krankheiten rechtzeitig erkennen. Mit Speck fängt man Mäuse, mit Körnern Kakadus. Und die Hand muss ich schön flach machen, dass sie mir nicht reinpiksen, also, oder? Du kannst ganz normal die Sonnenblumenkerne in der rechten oder linken Hand, wie du willst, halten. Ja. Und mit der anderen Hand nimmst du den Vogel an. Da steigst du über, auf diesen Bereich. Und dann hast du deinen Daumen und den kannst du ganz vorsichtig auf die Füße vom Vogel drücken. Ja, geht doch. Ein Beinchen habe ich schon. Das war federleicht. Es hat ja gut geklappt, Rosi. Jetzt können wir gleich zur Waage. Genau. Komm her, Rosi. Setz dich dann mal drauf. Schön draufsetzen. Super. Guck mich nicht an. 230 Gramm wiegt Rosi. Nur ein paar Gramm wiegen diese frisch geschlüpften Winzlinge, die per Hand aufgezogen werden müssen. Brutkasten statt Nestwärme. Noch sehen sie nicht aus wie Papageien, aber das wird schon noch. Also da wird sich einiges tun. Ein paar bunte Federn, der Schnabel, alles muss noch wachsen. Also da hat er noch einiges vor sich, der kleine Mann. Da muss man mit ganz viel Liebe, ganz viel Geduld an den Vogel ran und dann nur in den Schnabel reinlegen und abdrücken, ganz vorsichtig und ganz langsam. Du siehst, er schluckt ja schon von alleine ab, ne?
Also du merkst auch, es ist eine Arbeit mit viel Feingefühl. Das sind sie, die Rabeneltern. Die bunten Loris sind handzahm, lassen sich gern von mir mit Nektar füttern. Ja, das, was oben reingekommen ist, das kommt da unten wieder raus. Völlig klar, zum Glück. Dann der Höhepunkt des Tages, die Flugschau. Abwechslung und Bewegung ist wichtig für die Vögel und unterhaltsam für die Besucher. Im Vogelpark Walsrode braucht ein Tierpfleger auch Showtalent. Neue Echse, drauf hier. Jetzt, ja, ja, genau. Aua. Die Echse denkt sich, ach du Schande, der meint's ernst, nix wie weg hier. Und dann kommt Tritt Nummer zwei. Tritt Nummer zwei, bitte, ja. Und jetzt der finale Todestritt. Die Echse liegt schon quer. Und dann ist sie tot. Dankeschön. Jetzt muss auch der Hilfstierpfleger noch auf die Bühne. Da hilft nichts. Ja, abwechslungsreich ist er. So ein Tag im Vogelpark. Und vergangen wie im Flug. Ah. Ein kleiner Applaus. Ich habe einen Vogel. Oh.